schau mal, ich habe hier so einen riesen coolen Ball hier aus dem vom Strand hergeholt. Okay, du musst den jetzt fangen, okay? Wir spielen jetzt ein bisschen mit dem Ball hin und her. Spooky, bist du bereit? Okay, geh ein bisschen zurück, Spooky. Ich schmeiß dir den Ball gleich zu, okay? Achtung. Ach, du musst ihn aber fangen, okay? Und... Abflug! Wuhu! Oh nein! Spooky, fang den Ball! Hol den Ball, Spooky! Los, Spooky, hol den Ball, schnell! Oh, ich glaube, der Ball... Oh, oh. Spooky, ich habe zu weit geworfen. Oh nein, der Ball ist bei dem Nachbarn gelandet. Oh nein, Spooky, das heißt, wir müssen erstmal rübergehen, um den Ball zu holen. Oh je, da habe ich wohl zu stark geworfen. Okay, Spooky, lass mal rübergehen. Ich hoffe, dass die Nachbarn da sind, dass die uns den Ball einfach geben können. Okay, schau mal, die Nachbarn. Ich glaube, da ist... Ist da jemand da? Ich bin mir nicht sicher, Spooky. Sollen wir mal reinschauen? Oh, das ist ein riesiges Anwesen. Guck mal. Oh, das ist so ein krasses altes Haus hier. Guck mal, wir haben so einen riesen Garten hier. Oh, und unser Ball liegt hier vorne einfach. Hinter der Scheune. Oh nein, ich hoffe, sie geben uns unseren Ball zurück. Oh, hä? Das Tor ist einfach aufgegangen. Okay, anscheinend ist jemand zu Hause. Ich gehe mal vorsichtig hier rein. Hallo? Ist jemand da? Mein Ball ist hier rüber gefallen. Ich hole nur meinen Ball, okay? Ich möchte sonst, nix. Ich möchte keinen Ärger. Komm, Spooky, lass uns schnell den Ball holen. Ich möchte nur meinen Ball holen. Oh mein Gott, ist da jemand? Spooky, was ist los? Oh mein Gott. Spooky, wir werden beobachtet. Oh mein Gott, die sind ein bisschen gruselig. Guck mal, die schauen uns nur an. Oh mein Gott. Aber die kommen nicht raus. Alter. Komm, Spooky, lass uns schnell den Ball nehmen und hier weggehen, okay? Komm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das sind echt gruselige Nachbarn hier, was wir hier haben. Oh, ich will nichts mit denen zu tun haben. Komm, Spooky, lass uns schnell rennen. Lass uns raus. Schnell. Okay, hoffentlich geht das Tor auf. Bitte. Ja, okay. Oh mein Gott. Was sind das für komische, gruselige Nachbarn hier? Okay, Spooky, dann lass uns lieber woanders der Ball spielen. Ich möchte nicht nochmal, dass der Ball... ich möchte nicht nochmal, dass der Ball hier rüberfliegt zu denen. Komm, lass uns woanders dahin gehen, Spooky, okay? Let's go. Komm, Spooky. Oh mein Gott, hier auf dem Strand, guck mal, da können wir viel, viel besser spielen. Und hier ist auch kein nerviger Nachbar, wo wir den Ball verlieren können. Nicht wahr, Spooky? Komm, lass uns mal da drüben. Oh, guck mal, da hinten stehen auch Leute. Guck mal, da können wir mit denen vielleicht spielen hier. So, okay, jetzt schmeiß ich wieder den Ball. Du musst ihn fangen, okay, Spooky? Bist du bereit? Und... Drehung und der Topspin und aus der Hand heraus und wui! Los, Spooky, hol den Ball! Hol ihn, schnell! Oh, Leute! Guck mal, da sind auch andere Schwimmer. Guck mal, gehen hier tauchen, das ist ja cool. Oh, sollen wir vielleicht auch tauchen gehen? Oh, ich hab richtig Bock. Guck mal hier. Oh, Mann. Oh, schau mal, hier sind auch Boote. Guck mal. Oh, lass uns doch aus dem Meer rausfahren, Spooky. Da können wir ein bisschen im Meer dann spielen. Guck mal. So, wir gehen mal hier drauf. So, zack. Oh, mein Gott. Ah, ich hab mich verhakt. So, zack. Ein Boot. Wir haben unseren Ball dabei. Und damit gehen wir ein bisschen raus, okay? Oh mein Gott, oha, das ist ein richtiges Top-Speed. Oha, das hat ja voll Power. Oh, oh, da muss ich vor... Oh, Alter, das geht ja richtig krass ab. Oha, was ist das? Oh mein Gott, was ist das für ein Boot? Das ist nicht nur ein normales Bötchen, das ist ein Doppelantrieb. Oha, das Ding geht ja voll ab. Oh, da müssen wir richtig aufpassen hier. Alter, was ist das für ein krasses Boot? Okay, dann machen wir ein paar Runden, würde ich sagen. Dann drehen wir ein paar nice Runden, Spooky. Oha, kommst du überhaupt hinterher, Spooky? Beeil dich. So, drehen wir ein paar... Oh mein Gott, nein, mein Ball! Oh nein! Okay, aber wir fahren gleich nochmal ein paar Runden, dann holen wir den Ball. Oh, das ist voll cool, mit dem Topspeed-Boot hier rumzufahren. Oh mein Gott, oh, Spooky. Schau mal, wo wir wieder sind. Da ist wieder dieses komische Haus hier mit diesen komischen Nachbarn. Oh, mal, die haben hier auch so ein Bootsteg und so. Oh, ich glaube, ich sollte da lieber nicht hin, ne? Halt mal, oh mein Gott, ich halte mal ein bisschen lieber Abstand von denen. Alter, mein Boot, das ist so wackelig hier. Spooky, nein. Oh nein, nein, mein Boot ist außer Kontrolle, ich hab's nicht. Oh nein, beruhig dich. Ich will keinen Ärger mit den Nachbarn, nein. Oh mein Gott, was macht mein Boot hier, Alter? Nein, guck mal. Oh mein Gott, Alter, was macht dieses Boot hier? Oh nein, Alter, oh nein, nein. Oh nein. Guck mal, wir werden beobachtet. Die Nachbarn, guck mal. Oh nein, da sind sie wieder. Guck mal, wie sie hier auf uns drauf starren, ey. Oh Mann, schnell weg. Oh mein Gott, mit diesem Boot, ich habe hier leider nichts unter Kontrolle. Ich will keinen Ärger bei denen verursachen. Oh, bin gleich, oh, gleich wieder weg. Alter, dieses Boot ist voll verrückt. Das ist ja viel zu krass hier. Was ist mit dem Boot los? Guck mal, oh mein Gott, damit müssen wir auf die... Oh, Alter, guck mal, wir stehen... Oh nein, ich habe mich gekippt. Oh nein, ich ertrink, Hilfe. Oh nein, Hilfe. Spooky, rette mich. Und Turbo Speed. Oha, wuhu. Oh nein, mich hat's wieder gekentert. Oha, gerettet. Noch Glück gehabt, ey.
richtig Glück gehabt. Guck mal, wir können hier bei den Nachbarn hier ein bisschen, sollen vielleicht doch ein bisschen Stress machen, ich weiß nicht. Die sind zwar ein bisschen komisch, aber irgendwie, vielleicht können wir dir ein bisschen, vielleicht ist es keine gute Idee, aber irgendwie macht es ja Spaß. Oh, guck mal, wir fahren auf deren Bootsteg drauf. Oh mein Gott, Spooky, schau mal. Was sind die Nachbarn? Die sind rausgekommen. Die stehen da. Die bewegen sich nicht. Hä? Warum? Was ist mit denen los? Die sehen seltsam aus. Hallo, ich bin aus Versehen hier. Ich bin aus Versehen mit dem Boot hier raufgefahren. Ja, hallo, hi. Hallo, lieber Oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott, die Sonne geht unter. Ich muss wieder gehen, gell, nicht wahr? Spooky, komm, lass uns nach Hause gehen. Ich muss gehen. Tschüss. Macht's gut. Nein, nein, ich möchte nicht bleiben. Ich möchte nicht zum Spielen bleiben. Macht's gut. Oh nein. Aber Alter, oh mein Gott, bitte lassen Sie los. Bitte lassen Sie hier los. Nein, 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 nein. Ich möchte wieder gehen, ich möchte wieder gehen. Spooky, lass uns schnell weg hier. Oh nein, oh mein Gott, die versuchen mich zu fangen. Oh oh, wir hätten doch die ärgern, die nicht ärgern sollen. Schnell, Spooky, oh mein Gott. Die Sonne geht auch jetzt langsam unter. Oh Mann, ey. Nichts ist passiert. Alles ist in Ordnung, alles in bester Ordnung. La 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 la. Ich gehe schnell nach Hause. Schnell, Spooky, komm, wir müssen nach Hause, schnell. Diese komischen Nachbarn folgen mir. Oh mein Gott, schnell, 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 schnell. Ich mach schnell das Tor zu, okay? Spooky, komm, schnell, beeil dich, komm. Lass mich doch bitte in Ruhe. So, schnell, Tor abschließen. Zack, bitte zumachen, so. Oh mein Gott, Spooky, wir sind in Sicherheit. Ey, was ist mit diesen komischen Nachbarn los, ey? Guck mal. Oh mein Gott. Die sehen auch komisch aus. Guck mal, die sind so ganz komisch angezogen. Oh mein Gott, guck mal. Nein, ich komme bestimmt nicht raus zum Spielen, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Diese, Alter, was ist das für komische Nachbarn? Guck mal, wie die auch angezogen sind und wie die aussehen. Ey, mit denen möchte ich nichts zu tun haben. Nein, 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 wir bleiben hier. So, die will ich nie wieder sehen. Tschüss, schönen Tag noch, gell? Ich gehe schlafen, so. Den will ich nichts zu tun haben. Das ist ganz komische Nachbarn. Am besten suche ich mir ein neues Haus. Ey, ich will hier wegziehen. Ich habe keine Lust mehr, neben denen zu wohnen. Spooky, wir schauen direkt morgen früh nach einem neuen Haus, okay? Ich habe keine Lust mehr, hier zu wohnen. Das ist echt ganz komisch hier auf dem Land mit diesen komischen Nachbarn. Schaut euch das an. Wir sind hier auf dieser einsamen Insel hier mit den anderen vier Häusern. So, und hier sind ganz komische Sachen. Ich will nicht hier auf diesen Dorfinsel leben hier. Ich glaube, morgen, Spooky, morgen ziehen wir in die Stadt, okay? So gruseligen Nachbarn, gar keine Lust. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen schlafen. Und morgen früh, neuer Tag, neues Glück, Spooky. Dann werden wir neuen Dings aussuchen. Neuen Immobilienmakler. Und dann gucken wir mal, okay, Spooky. Aber jetzt, oh, erstmal schlafen legen. Oh, der Tag war anstrengend genug. So, ich hoffe, ich kriege keine Albträume von den Nachbarn hier. Oh, morgen früh wird es auf jeden Fall viel, viel besser werden. Also, Sir, ich suche auf jeden Fall ein sehr gutes Haus hier mitten in der Stadt, okay? Ich möchte umziehen. Also, ich bin nicht mehr zufrieden mit meiner Villa hier auf der Insel und möchte die verkaufen und mir ein Haus kaufen hier mitten in der Stadt, okay? Am besten wäre mir hier irgendwie zentral, gut ausgebaut. Auf Security ist für mich sehr wichtig. Es müsste einen Zaun haben, es müsste gut abgesichert sein. Ich habe so ein bisschen eine kleine Phobie, was Nachbarn angeht. Ich würde da schon gern ein Haus haben, was ein bisschen nachbarfrei wäre, so. Also keine Nachbarn links rumherum oder so. Das wäre meine Anforderung. Ansonsten, ansonsten wäre es das. Haben Sie da so ein Haus? Ja? Zeigen Sie mal, haben Sie was gefunden? Zeigen Sie mal hier, ja. Oh, das ist also das Haus, oha, das ist ja ein richtig krasses Haus, das ist ja nicht nur ein normales Haus, das ist ein richtiges Luxushaus, guck mal, zu verkaufen, okay, das steht wohl noch leer hier, okay, die Nachbarn sind zwar Nachbarn da, aber die sind auf jeden Fall weiter weg, man ist so ein bisschen alleine für sich hier, Security ist da, Zaun, oho, verstehe, und eine Klippe hier, das heißt, von hinten kann auch niemand, der einfach so reinkommen in das Haus, man hat eine richtig gute Aussicht. Oh, Spooky, schau dir das Haus an. Das ist perfekt für uns. Guck mal, dieses Luxus aus, mit Blick aufs Meer. Wir haben hier unseren eigenen Strand, hier Privatstrand quasi, wo wir runter können. Oh, das ist wunderbar. Ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall, oder? Wie teuer ist denn das Haus? Was? Okay, ich glaube, das wird nicht reichen, Spooky. Unser Geld selbst durch den Verkauf von dem anderen Haus. Okay. Also reservieren Sie mir das Haus vor. Ich kümmere mich kurz ums Geld. Ich gucke mal kurz bei der Bank nach, ob ich einen Kredit bekomme. Und dann komme ich wieder und dann kaufe ich das Haus, okay? Alles klar. Bis gleich. So, Spooky, dann komm. Okay, das Haus ist echt teuer, aber es ist auf jeden Fall wert, okay? Mein Geld reicht leider nicht raus. Ich habe, glaube ich, nicht zu viel Geld. Ich bräuchte auf jeden Fall Geld von der Bank. So, ich guck mal kurz drüber. Wir haben uns schon mal was von der Bank geliehen, aber vielleicht geben sie mir noch mal einen Kredit. Gut, da wären wir bei der Bank. So, hallo, guten Tag. Hallo, gucken Sie mal, mein Geld reicht leider nicht aus. Ich möchte mir auf jeden Fall ein Haus kaufen. Das neueste Haus hier, die Luxusimmobilie. Aber ich bräuchte einen Kredit von der Bank. Wir kümmern uns um dein Geld. Ja klar, okay, dann würde ich gerne einen Kredit haben von... Spooky, wie viel nehmen wir denn?
würde sagen 10.000. 10.000 hätte ich gern. 10.000 Euro. Habt ihr 10.000 Euro? Ja. Okay, also dann 10.000 Kredit abgemacht. Ich zahle sie noch ganz, ganz sicher zurück. Nicht wahr, Spooky? Das machen wir. Wir müssen auf jeden Fall ganz viel arbeiten. Oh, okay. Das Geld ist hier drüben. Okay, alles klar. Ihr habt schon bereitgelegt. Okay, perfekt. Oh mein Gott, Spooky. 10.000 Euro. Guck mal, wir haben Kredit von der Bank bekommen. Oh, wie cool. Okay, okay. Dann würde ich es gerne direkt einzahlen auf mein Konto, bitte. Direkt einzahlen. Ja. Oh, nice. Wir haben 11.000. Oh, Spooky. Damit können wir uns das Haus auf jeden Fall kaufen. Und die ganzen Möbel und so. Umzugswagen und alles. Also ein Umzug ist echt, echt teuer, Leute. Deswegen, ab geht's. Okay, dann gehen wir rüber. Das Haus wurde ja schon für uns perfekt reserviert. Das heißt, wir können einfach direkt rüber, das Spooky, laufen und uns erstmal das Haus kaufen. Okay, let's go. So, Spooky, komm, schnell, wir kaufen uns das Haus. Vielleicht schaffen wir den Umzug hier heute noch. Okay, so, einmal kaufen, bitte. Okay, oh mein Gott, zack, uns gehört dieses Haus. Ja, Spooky, komm, endlich, okay. So, damit wäre der Umzug zur Hälfte schon getan. Das heißt, so, guck mal, lass uns mal hier ein bisschen umschauen. Guck mal, unser neues Zuhause, Spooky. Oha, oha, wie gefällt's dir? Fällt's dir gut? Ja? Oh, ich glaube, Spooky gefällt es hier gut. Guck mal, da hat hier so richtig viel Platz. So wie drüben auf der Insel. Aber auch keinen nervigen Nachbarn, der kann sich hier richtig austoben. Oh, was für ein cooles Haus hier. Okay, hier sind zwei Garagen. Dann müssen wir unsere Autos hier noch reinparken. Dann müssen wir die ganzen Möbel noch rüberbringen. Oh ja, wir haben viel zu tun heute, Spooky. Das wird ein langer Tag, deswegen sollten wir uns auf jeden Fall ranhalten. Ich guck mal noch kurz hier. Oh, ist das schön hier, guck mal. Oh ja, das ist richtig cool. Okay, Spooky, dann würde ich sagen, organisiere ich mal kurz einen Transporter und fahre rüber und hole die Möbel und alles und bringe hier alles sicher hierher, okay? So, Spooky, da wären wir. Guck mal, hier ist so ein Umzugsunternehmen. Da können wir uns so einen Transporter ausleihen für einen Tag und damit können wir auf jeden Fall die ganzen Möbel rüber schaffen. So, hallo, Sir, ich würde mir gerne so einen Transporter hier ausleihen für einen Tag. Alles in Ordnung? Ja, passt. Okay, easy going. Okay, ich bringe da wieder zurück, gell? Ich muss nur Möbel transportieren, keine Sache, kein Problem, okay? So, guck mal, oha. Der Transporter sollte auf jeden Fall reichen. Zack, rein. Okay, dann fahren wir nach Hause wieder. Und dann lade ich mal die ganzen Möbel ein. Oh, ich muss mal gucken, welche Möbel nehme ich am besten mit. Ich fahre mal ganz langsam. Das letzte Mal, als es tags war, waren die zumindest nicht zu sehen. Ich guck mal hier. Okay, die scheinen nicht da zu sein. Okay, sehr gut, sehr gut. Da habe ich meine Ruhe. Boah, zum Glück, ey. So. Okay, Spooky, ab geht's. So, wir fahren. Guck mal. Oh, nice. Guck mal, wurden schon Dings. Das Umzugsunternehmen hat ja uns schon vorgesorgt. Krass, die haben schon Möbel hier abgepackt. Ist ja cool. Okay, okay. Das ist ja richtig nett von denen, dass sie mir so helfen. Ist ja gut, guck mal. Oh, das ist cool. Das ist echt cool. Okay, dann muss ich mal gucken. Dann lade ich mal hier alles ein. So. Zack, Spooky, let's go. Dann laden wir mal hier die Sachen ein. La, 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 la. Ah ja, oh mein Gott. Diese Uhr, diese alte Uhr von meiner Oma. Oh Mann, müssen wir noch behalten. Das ist ein altes Erbstück. So, vorsichtig rein. Ja, sehr schön, sehr schön. Ich dürfte natürlich eine Sache nicht vergessen. Aus meinem Zimmer. Oh, ich muss kurz in mein Zimmer rein. Schnell eine Sache holen. So, Spooky, okay. Holen wir kurz aus meinem Zimmer hier noch was. Das Wertvollste überhaupt. Guck mal, ich habe hier einen Diamanten. Oh, den hatte ich ja damals gefunden gehabt. Guck mal. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Den dürfen wir hier durch liegen lassen. Guck mal, das Wertvollste hier in meinem Haus. So ein nicer Diamant, Leute. Oh, Junge, oh, Junge. Oh, guck mal. Ist ja mittlerweile schon dunkel geworden. Oh, wir müssen uns ranhalten. Müssen es echt ranhalten. Nicht, dass diese Nachbarn jetzt wieder auftauchen. Komm, Spooky, schnell. Beeilen uns, wir packen schnell alles zusammen. Und dann rennen wir schnell weg, okay? Boah, ich will nie wieder hier was mit denen zu tun haben. Komm, wir gehen runter, okay? So, Spooky, okay, pack mir schnell den Diamanten ein. Und ich glaube, die restlichen Möbel lasse ich einfach von den Lieferanten holen. Ich habe keine Lust mehr, hier noch Zeit zu verbringen. So, wir können dann hier alles einpacken. Ich packe schnell den Diamanten hier ein. So, zack, hier rein, zack. Sehr schön, sehr schnell zumachen, Spooky, und ab geht's. Oh mein, der Sessel guckt ein bisschen raus. Alter, der Wagen ist einfach vollgestopft. Okay, okay, schnell Abfahrt, Spooky. Okay, schnell unser neues Zuhause. So, adieu. Adieu, alte Villa hier. Nie wieder diese Nachbarn sehen. Okay, sag's euch, solche Nachbarn sind echt können nervig sein. So, tschüss Nachbarn. Oh, die sind anscheinend immer noch nicht da. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann fahre ich mal rüber. Stell rüber und lad mal die Sachen aus. Und dann können wir die erste Nacht direkt in unser neuen Zuhause verbringen. Oh, so, da werden wir ankommen. Endlich. Oh Mann. Nie wieder zurück auf diese Insel. So, komm schnell. Vielleicht können wir jetzt noch kurz ausladen alles. Und dann können wir endlich mal die erste Nacht hier zu unserem Zuhause verbringen. So, vorsichtig parken. Endlich daheim. Ach, schön, schön, dass alles so reibungslos funktioniert hat, ich sag's dir. Ach, ich freue mich drauf, endlich die neuen Möbel hier auszupacken. So, komm mal hier rein. So, hoffentlich haben es Möbel überflüttet. Was? Oh nein! Ah, Hilfe! Oh mein Gott, das sind diese komischen Nachbarn! Ah, nein! Die beißen mich, Hilfe! Wo beißt die mich? Hört auf, mich zu beißen! Au!
Spooky, oh, war das, was passiert, oh, war das irgendwie so ein Albtraum oder so? Was? Oh mein Gott, was ist mit den, ihr habt mich angegriffen und habt mich gebissen? Hey, was ist mit meinen Zähnen los? Warum habe ich so komische Zähne? Hä, was ist passiert hier? Oh mein Gott, Spooky, ich glaube, da sind Vampire. Oh nein, ich wurde von den Vampiren gebissen, guckt euch das an. Oh nein, die haben mich zum Vampiren hier. Die haben mich zum Vampir verwandelt. Oh nein, jetzt bin ich auch ein Vampir. Oh, oh, das heißt... Oh, das sind wahrscheinlich die Vampireltern. Oh mein Gott, das heißt, ich wurde jetzt von Vampiren adoptiert quasi. Die haben mich zum Vampiren gemacht. Oha, oha. Ich verstehe, Leute. Das heißt, ich lebe jetzt das Leben als Vampir. Oh mein Gott. Nun denn, ja, was soll ich machen? Okay, boah, ich verspüre so einen tierischen Hunger. Oh, mir ist richtig schon schlecht, fast schon. Oh, was muss ich denn jetzt machen als Vampir? Wie lebe ich jetzt das Leben als Vampir? Ihr müsst mir ein bisschen zeigen, wie das geht, okay? So, okay, das sind halt anscheinend jetzt dann meine Eltern einfach. Okay, die Vampireltern. Oh mein Gott, ups, oder? So, dann fahren wir mal. Okay, wo bringt ihr mich hin? Oh, ich habe so tierisch Hunger. Oh, ich würde gerne was trinken. Oh, ich habe so einen Durst. Oh Mann, als Vampir leben wir jetzt, Spooky, hast du gehört? Einfach als Vampire jetzt. Wir wurden einfach von Vampiren adoptiert. Das ist ja mal jetzt abgefahren. Ich hätte gar nicht gedacht, dass unsere Nachbarn Vampire sind. Und jetzt ergibt natürlich alles einen Sinn, warum die gar nicht rausgegangen sind. Als die Sonne da geschienen hat, dass wir da einen Ball geholt hatten und die gar nicht rausgegangen sind. Das ergibt jetzt natürlich Sinn. Die können bei Tageslicht gar nicht draußen sein. Die können nur in der Nacht, können sie rausgehen. Aha. So ist das nämlich. Okay, das heißt, die Sonne ist ihr Feind. Okay, was muss ich noch über Vampire lernen? Ich glaube... Oh, stimmt, deswegen habe ich so einen Durst. Ich glaube, ich muss Blut trinken. Oha, okay, so. Kann ich das überhaupt nicht? Bin mir nicht sicher, ob ich das kann, ey. Aber ich habe so einen Durst, so einen schrecklichen Durst. Oh, als Vampir leben. Oh, ich muss mir das erst alles beibringen. Das ist gar nicht so leicht hier. Oh Mann, als Vampir leben, ich sag's euch, das wird auf jeden Fall eine Herausforderung hier. Oh Mann, ich darf jetzt auch nur noch nachts draußen sein, Spooky. Wir dürfen jetzt nicht mehr bei Sonnenlicht rausgehen. Okay, hier sind Kühe. Was machen wir mit den Kühen? Was? Oh mein Gott, die beißen die Kühe. Oha. Oh mein Gott. Okay, dann versuche ich mich auch mal, okay? So, und... Oha. Gib mir das Blut, Kuh. lecker. Oh, mein Blutdurst ist gestillt. Oh ja. Mein Blutdurst. Oh, gib mir mehr Blut. Oh, ich spüre es. Oh, es kribbelt ganz schön. Oh, so ein Kribbeln fühle ich gerade. Oh, noch mehr, ja. Okay, ich beiß die Kuh. Spooky, und los, Kuh. Bam, gib mir dein Blut, Kuh. Oh mein Gott, mein ganzer Körper kribbelt. Ich habe zum ersten Mal jetzt Blut getrunken. Oh mein Gott, ich fühle mich so eigenartig. Oh, irgendwas in mir drin geht vor sich. Oh, ich bin mir nicht sicher. Aber ich spüre unglaubliche Kräfte. Ich fühle mich so stark und gesund wie noch nie. Oh mein Gott. Stimmt natürlich, die Vampire haben ja krasse Kräfte. Die sind ja auch unsterblich und können richtig krass... Oh mein Gott, die sind ja körperlich so viel stärker als normale Wobblies. Oha. Okay, das heißt, fahren wir jetzt in die Stadt? Oh mein Gott. Probieren wir jetzt endlich das Blut von einem richtigen Wobbly? Abfahrt! Alter! Oh mein Gott! Oh mein Gott, so, wir sind jetzt in der Stadt angekommen. Okay, jetzt mal gucken. Oh mein Gott, wir werden jetzt den ersten Wobbly probieren. Das erste Blut von einem Wobbly. Okay, ich bin gespannt. Boah, ich fühle mich jetzt schon so richtig, richtig stark. Oh mein Gott. So, okay. Oh mein Gott, was? Das sind die Vampirkräfte. Die können so krass springen mit dem... Das sind also die Vampirkräfte, dass man so stark springen kann. Oh, ich will die auch. Ich will auch solche Kräfte entwickeln. Ich glaube, das kann man nur entwickeln, wenn man ein vollwertiger Vampir wird. Oh, danke. Oh mein Gott. Ich muss quasi das erste Blut von einem richtigen Wobbly probieren. Dadurch entwickle ich die krassen Echtkräfte von einem Vampir. Oh mein Gott. Okay, ich probier's. Und... das Wobbly-Blut. Ich fühle mich so satt und so gut. Oh, mein Körper. Oh, der kribbelt. Ich glaube, ich kann... Kann ich jetzt auch so hochspringen? Ich probiere es mal. 3, 2, 1 und... Oh, ja! Ich kann jetzt auch so springen. Oh mein Gott. Das heißt, ich habe mich zum Vampiren entwickelt.
Jetzt bin ich ein richtiger Vampir. Oh mein Gott, wir haben es geschafft. Ich habe Wobbly-Blut probiert. Oh mein Gott, mit meiner neuen Wobbly-Familie hier, mit meiner neuen Vampir-Familie, können wir jetzt die Stadt hier unsicher machen. Machen wir die Stadt hier unsicher und schnappen uns noch ein paar Wobblies, oder? Ja? Okay, alles klar. Okay, was ich natürlich jetzt brauche, ist natürlich auch ein passendes Vampir-Outfit, würde ich sagen. Los geht's. Da wären wir bei Street Urban Style. Oha. Hier können wir uns auf jeden Fall... hier kann ich mir auf jeden Fall ein gutes Outfit zusammensuchen. So, vielen Dank. So, meine Vampireltern sind die Besten. Guck mal, die kennen sich hier so gut aus. Okay, so, ich schaue mich mal um. Ich guck mal, was die hier im Laden haben. Wow, Alter, was habe ich denn hier für ein Outfit? Oh mein Gott, jetzt sehe ich richtig aus wie ein richtiger Vampir. Oha. Spooky, wie findest du mein Outfit? Ist gut, oder? So, guck mal, hier, meine Vampireltern, guck mal, wie findet ihr mein Outfit? Sehe ich gut aus? Sehe ich aus wie ein guter Vampir? So, nun, da ich ein vollwertiger Vampir bin, was machen wir als nächstes? Was habt ihr vor? Sollen wir ins Krankenhaus gehen? Oh, Junge, wir überfallen das Krankenhaus und schnappen uns das Blut von den ganzen Wobblies. Juhu! Auf geht's, meine Vampirfamilie. So, meine Eltern, meine Vampireltern. Ja, schnappt sie euch. Schnell, saugt sie aus. Ja. Es tut es gut. Das tut so gut. Komm schon. Ja, da oben, genau. Die Dings, die ganzen Patienten, die rumliegen. Ja. Oh mein Gott, den hier auch. Wir schnappen uns jeden. Hier, gib mir mehr Blut. Oh Junge, oha, gib mir dein Blut. Oh ja. So, oh mein Gott, schauen wir uns mal hier an. Wo liegen die Unschuldigen? Ja, hier. Los, schnappt sie euch. Saugt ihnen das Blut hier aus. Ja, saugt ihnen das Blut aus. Ich fühle mich so gut. Ich habe das Gefühl, dass sich irgendwie meine Kräfte auch weiterentwickelt haben. Kann es sein, dass ich nun irgendwie noch stärker geworden bin? Oh mein Gott. Ich habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Ich bin irgendwie schneller geworden. Ich kann nicht nur... Oh mein Gott. Ich kann nicht nur schnell hüpfen. Ich kann auch schnell laufen. Guck mal, wie schnell ich laufen kann. Los geht's. Wir müssen noch mehr Wobblies aussaugen. Dann entwickeln wir noch krassere Kräfte. Desto mehr Blut wir trinken, umso stärker werden wir. Los, lass uns jeden hier, der noch nachts wach ist, hier, den schnappen wir uns und saugen das Blut raus. Ja, da drüben. Los, schnappen wir. Ich fühle mich... Oh mein Gott, irgendwas... Irgendwas in mir kribbelt. Ich glaube, ich bekomme jetzt irgendwie noch mehr Kräfte. Alter, was ist passiert gerade? Meine Kräfte haben sich noch weiterentwickelt. Oh mein Gott, ich habe Flügel bekommen. Ich habe so Vampirflügel bekommen. Oh mein Gott, das ist, glaube ich, das Maximum, oder? Die Stufe, das man erreichen kann als Vampir. Das heißt, ich kann jetzt fliegen, oder? Oh mein Gott, bin ich der ultimative Vampir jetzt geworden? Oha. Oh mein Gott. Abflug. Juhu! Das Leben als Vampir. Oh mein Gott, ich kann durch die Lüfte jetzt fliegen. Oha, niemand ist mir jetzt sicher. Da ist ein Wobbly. Los, schnappen wir uns den. Ja, die ganze Stadt. So, niemand ist mir sicher. Oha. Ja, schnappt ihn euch. Ja, zerfleischt ihn. Saugt ihn aus. Ja. Niemand ist mir hier sicher. Was? Die Sonne ist aufgegangen. Wir verbrennen. Ich brenne. Was ist jetzt passiert? Nein! Meine Vampireltern. Oh nein, die sind tot. Die sind verbrannt. Oh nein. Und ich bin einfach wieder normal. Hä? Was ist denn hier passiert? Wir hätten nicht so lange warten dürfen, bis die Sonne aufgeht. Das war's wohl mit meiner Vampirfamilie.